wenn wir die westliche Berichterstattung und wenn wir westliche Politiker hören, dann ist es im Allgemeinen ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. So wird es dargestellt. Und der Westen steht gewissermaßen darüber als Vermittler, als Mediator, der natürlich der unschuldigen Ukraine zur Seite steht gegen das böse Russland. Das ist das Bild, was uns seitens der Medien, das uns seitens der Politik vermittelt werden soll. Nicht nur in Deutschland, insgesamt in Westeuropa und auch in einigen osteuropäischen Staaten. Aber das ist nicht die wahre Sichtweise. Die wahre Sichtweise sieht anders aus. Es handelt sich letztendlich um einen geoökonomischen und geopolitischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen um oder über noch umstrittene Gebiete. Sowohl die Ukraine, und hier kommen wir auch noch auf Syrien, als auch Syrien sind Gebiete, die in irgendeiner Weise sehr eng mit Moskau assoziiert sind. Syrien und die Sowjetunion waren Verbündete, die Ukraine war ein Teil der Sowjetunion. Sprich, das sind alles Gebiete, die der Einflusssphäre, auch wenn das nicht gerne gehört wird, wir reden jetzt einfach mal so darüber, die Einflusssphäre Moskaus zugewiesen war. Nun haben wir es damit zu tun, dass nach dem Ende des Kalten Krieges, mit dem Niedergang der Sowjetunion und auch dem Niedergang Russlands, ein Großteil der Einflusssphären Moskaus abhanden gekommen sind und an den Westen gefallen sind. Aber es gibt noch ein paar schwarze Flecken. Und das ist zum Beispiel die Ukraine. Das ist zum Beispiel Moldawien, Georgien, um einige Beispiele zu nennen. Und da versucht der Westen nun, diese immer noch mehr oder minder im Einflussgebiet Moskaus stehenden Gebiete und Staaten unter seine Kontrolle zu bekommen. Und das ist der Kern des Konflikts. Es geht darum, Regionen und Staaten, die noch nicht unter westlicher Kontrolle sind, die noch nicht zu den Guten gehören, denn wir sind ja die Guten, diese in unser Einflussgebiet hineinzuholen. Und deshalb ist es ein Konflikt zwischen dem Westen und Russland. Und der Fall Ukraine ist nicht die Ursache des Konflikts, sondern nur die konkrete Ausdrucksweise. Genauso wie Moldawien als auch Georgien die konkrete Ausdrucksweise ist. Die westliche Propaganda, mit der wir hier konfrontiert sind, gibt es zum Beispiel zu verstehen. Russland betreibt eine Geopolitik, was wichtig ist. Eine Geopolitik des 19. Jahrhunderts. Wir natürlich nicht. Wir betreiben eine Wertepolitik. Russland wendet Gewalt an, der Westen Diplomatie. Ich hatte vor etwas über einem Jahr einen WDR-Radio-Dialog gehabt mit Schockenhoff, der mittlerweile verstorben ist, der damalige außenpolitische, nicht Sprecher, sondern es war der damalige Russland-Beauftragte der CDU-CSU-Fraktion im WDR. Und der hat dann allen Ernstes behauptet, wir wenden für unsere politischen Ziele keine gewaltförmigen Mittel an. Das machen nur die Russen. Ich habe ihn daran erinnert, dass Jugoslawien ja wohl eine andere Sprache spricht. Das fand er dann nicht lustig. Aber es zeigt eben, mit welcher Plattheit man die Öffentlichkeit versucht zu manipulieren, ihn zu erklären, dass wir letztendlich diejenigen sind, die immer nur mit Worten versuchen, Politik zu gestalten, während andere mit Gewalt ansetzen. Der US-Oberbefehlshaber Breedlove heißt der, glaube ich, war vor einem Jahr in einer deutschen Talkshow, diese Infosendung, die ihr kennt, und er erklärte dann auch, Russland habe nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zum ersten Mal Grenzen in Europa verändert. Da frage ich mich, was war mit Jugoslawien? Aber das war nicht Russland, das war der Westen. Es gab im Jahre 2014 eine Studie der Körperstiftung im Auftrag des Auswärtigen Amtes, in der letztendlich untersucht wurde, mit Blick auf die Stimmungslage in der Bevölkerung, wie sich zu Auslandseinsätzen positionieren. Die Studie war für die Bundesregierung ernüchternd, dahingehend, dass sich eine große Mehrheit dagegen ausgesprochen hat. Russland zerstört, also was die Propaganda betrifft, Russland zerstört das Völkerrecht, ist eine weitere Propaganda, und die Europäer, der Westen, pflegt das Völkerrecht. Russland sei Täter und die Ukraine und der ganze Westen sei Opfer russischer Aggression. Und die ganze Krise habe übrigens überhaupt erst mit der Krim-Annexion angefangen. Also die gesamte Vorgeschichte mit dem Putsch, mit dem wieder Maidan zustande gekommen ist, ist völlig ausgeblendet. Es gibt eine wunderbare Situation, eine wunderbare Sequenz bei der Sendung Jauch mit von der Leyen, wo sie auf die Ursprünge des Konflikts befragt wird. Und sagt sie, also wir wollen jetzt gar nicht über die Anfänger reden, das interessiert nicht, wir müssen nur nach vorne gucken. Und
Das Interessante ist ja, natürlich will sie nur nach vorne schauen, denn wenn man nach hinten schaut, wenn man die Konfliktgenese, was ja Sinn macht und sinnvoll ist, wenn man einen Konflikt lösen will, muss man auch die Konfliktgenese natürlich berücksichtigen, wollte sie ausgeblendet haben. Und dieses Muster der Argumentation entdeckt man immer wieder, dass man die Konfliktursachen nicht benennt, nicht qualifizieren will. Allenfalls kriegt man zu hören, wir haben auch Fehler gemacht. Okay, aber sie werden nicht qualifiziert, die Fehler. Da kann man lange drauf warten. Also, klassisches Argumentationsmuster, wir müssen was ändern, aber möglichst nicht nach hinten schauen, sondern nur nach vorne. Die Fehler bloß nicht einräumen. Der zweite Punkt, der Beginn der Krise in der Ukraine. Wie gesagt, es gab die langjährigen Verhandlungen zwischen der ukrainischen Regierung und der Europäischen Union über das Assoziierungsabkommen. Als im November 2013 dann die ukrainische Regierung unter Janukowitsch, ich glaube es war Litauen auf dem EU-Gipfel war, hat er sich geweigert, das Papier zu unterschreiben, weil es erhebliche Nachteile für den ukrainischen Staat, für die ukrainische Wirtschaft mit sich brachte und hat gesagt, wir brauchen Bedenkzeit, wir müssen nochmal nachverhandeln. Das ist ein Vertrag, der letztendlich die Ukraine nicht gut tut. Das war der Startschuss des sogenannten Euromaidan. Ich erinnere mich auch ganz genau, wie in der Nacht Marietta Slomka bei Heute Journal sagte, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, das ist eine Anmaßung gegenüber der Europäischen Union. Die Absage, dass man noch nicht diesen Vertrag unterschreiben wollte. Welch hegemoniales Denken auch in den Medien eine Rolle spielt, wurde da sehr deutlich. Der Versuch Russlands, in diese Verhandlungen und auf diese Verhandlungen Einfluss zu nehmen, darüber kann man streiten, ob das zulässig ist. Nun ist es aber so, dass die Ukraine ökonomisch, allein durch die Bedingungen der Sowjetunion seinerzeit, ökonomisch ganz eng verflochten ist mit Russland. Das heißt, sämtliche Verträge, die die Ukraine mit der EU abschließt, haben eine unmittelbare Auswirkung auch auf die russische Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund hatte die russische Regierung mehrfach in Brüssel angefragt, ob man nicht in die Verhandlungen mit einbezogen werden könnte, um eine Lösung zu finden, die für alle drei Akteure in irgendeiner Weise befriedigend sein könnte. Das wurde barsch abgelehnt. Die Russen sollten nicht raushalten, was die EU mit der Ukraine diskutiert. Und als die Ukraine selber, die ukrainische Regierung selber langsam kalte Füße bekam, gab es diesen berühmten Spruch von dem damaligen Kommissionspräsident Barroso, entweder wir oder die Russen. Und ich glaube, ein solches Ultimatum gegenüber einem Staat, gegenüber einer Gesellschaft, die multiethnisch ist, die multikulturell ist, deren westlicher Teil, eher Richtung Westeuropa tendiert, der ganz westliche Teil war Bereich der KUK zum Beispiel, oder auch Polen, und der östliche Teil ganz tief zu Russland, der ein solches Ultimatum an eine Regierung stellt, an eine Gesellschaft, an einen Staat, der legt die Lunte zum Zerschlagen eines solchen Staates. Es zerreißt diese Gesellschaft. Nun kann man darüber spekulieren, ob das politisch bewusst war, da hört man immer wieder, das war eine dumme Entscheidung von uns, das wäre so nicht machen können, ob da nur Eurokraten in Brüssel so mit dem Federstrich Entscheidungen treffen, die völlig politisch und nicht tauglich sind, oder ob es nicht doch eine hinterstehende Strategie gibt. Und ich sage, es gibt eine hinterstehende Strategie, nämlich eben den Versuch, geopolitisch Einflussräume für den Westen zu gewinnen und sei es auch auf die Leichen von Menschen. Der Euromaidan, darüber kann man streiten, ob er gut war oder nicht. Ich glaube schon, dass zu Anfang berechtigte Kritiken geäußert wurden. Es gab Studenten, es gab Rentner, Arbeitslose, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die wirklich am Ende ihrer ökonomischen Möglichkeiten waren und diesem extrem korrupten Regime Janukowitsch ausgeliefert waren. Überhaupt keine Frage. Nur das andere Regime, was dem folgt und was auch zuvor an der Macht war, war nicht besser. Es handelt sich um letztendlich pro-russische oder pro-westliche Eliten, die alle dasselbe Ziel verfolgen, in die eigene Wirtschaft, in die eigene Tasche zu wirtschaften und nicht für die Menschen letztendlich Politik zu machen. Insofern ist es überspitzt gesagt relativ egal, ob es für pro-russische oder die pro-westlichen Eliten sind. Für die Menschen dort ist es unterm Strich unbedeutend. Sie haben trotzdem kaum Gehälter, sie haben trotzdem kaum Möglichkeiten zu überleben. Solche Menschen sind aber immer auch anfällig für äußere Einwirkungen. Und was ist das Wesen einer bunten Revolution? Ich habe das mal angeschaut, das kann man in der Tat wirklich nachlesen, auch von OTPOR, dieser Organisation, die in Belgrad 2000 gegründet wurde, um die Regierung Milosevic 2001 zu stürzen. Oder 2000 wurde sie gestürzt.
Es gibt ein richtiger Fahrplan, wie man vorgeht. Und dazu gehört es zum Beispiel, die Unzufriedenen eines Landes um sich zu scharen und ihnen Versprechungen zu machen, dass wenn sich ihr Staat Richtung Westen orientiert, es ihnen allen besser gehen wird. Und da tun sich die unterschiedlichsten Gruppierungen mit den unterschiedlichsten sozialen politischen Interessen zusammen, von ganz links bis ganz rechts, weil sie mit dem Status quo unzufrieden sind und eine Veränderung wollen, was ja auch nachvollziehbar ist. Nachdem aber ein solcher Putsch, eine solche Veränderung stattgefunden hat, sind das die gleichen Kräfte, die nicht davon profitieren. Das heißt, es findet eine Instrumentalisierung der Nöte und Sorgen dieser Menschen statt. Und das ist das Wesen, ein wesentliches Wesen der bunten Revolution, wie sie vom Westen organisiert werden. Und leider lassen sich eine ganze Menge NGOs auch dafür instrumentalisieren. Gut, sie werden auch dafür bezahlt. Der Endpunkt des Maidan war in der Nacht vom, ich glaube, 21. auf den 22. Februar definitiv der Putsch. Die Regierung Janukowitsch ist geflüchtet nach Russland, also erstmal in den Osten der Ukraine, dann nach Russland. Die Garantiemächte für eigentlich das Abkommen zwischen der Regierung Janukowitsch und dem Euromaidan-Demonstranten auf der Straße waren der deutsche Außenminister, der französische Außenminister und der polnische Außenminister. Sie haben einen Vertrag mit Janukowitsch ausgehandelt und sich als Garantiemächte bereit erklärt. Dieser Vertrag hatte eigentlich, ich glaube, eine Halbwertszeit von 3-4 Stunden. Die mittlerweile von Faschisten dominierte Opposition auf dem Maidan hat es zerrissen. Janukowitsch ist geflüchtet und unsere drei tollen Außenminister als Garantiemächte haben nichts anderes zu tun, als direkt überzulaufen und die Putschisten dann anzuerkennen als neue Regierung. Insofern ist die Zuverlässigkeit in die westliche Politik bei Verhandlungen sehr in Frage zu stellen. Das dürfte eine Warnung übrigens für viele andere Staatsoberhäupter sein, in Zukunft sich nicht auf westliche Verhandlungspartner einzulassen. Womit in Berlin besonders darauf reagiert, besonders sensibel darauf reagiert, ist der Begriff Putsch. Das finden Sie gar nicht lustig. Für Sie war das ein legitimer Wechsel. Ist zwar verfassungswidrig gewesen, aber dennoch ein legitimer Wechsel. In Zeiten der Revolution sollte man nicht so kleinlich sein, auf die Verfassung zu achten. Das war, ne, ernsthaft, das war die Argumentation. Und wir hatten im Verteidigungsausschuss, Christine war ja auch dabei, Verteidigungsausschuss einmal von der Leyen, einmal Steinmeier, kurz danach, das war im Mai 2014. Und ich habe sie beide mit mehreren Dingen angesprochen, es ging ja auch um dieses Massaker Odessa, genau. Ich habe sie beide darauf angesprochen, wie das denn mit dem Putsch sei und so weiter und so fort. Das Einzige, worauf sie wirklich beide sehr sensibel reagiert haben, war der Begriff Putsch. Sie haben vieles gewissermaßen diskursiv versucht zu handhaben, aber Putsch, da hat der Spaß aufgehört, der Diskussion. Das wollten sie nicht hören, weil der Westen unterstützt keine Putsche, der Westen macht keinen Putsch. Sie wollen versuchen, diesen Begriff aus dem Diskurs rauszubekommen. Ich denke, die meisten von euch haben das verfolgt, auch vielleicht im Fernseher und in den Nachrichten insgesamt, wie die Debatten im Deutschen Bundestag über die Ukraine abgelaufen sind. Das war eine, würde ich fast sagen, eine sehr blutige Debatte. Also es gab selten so viel Unruhe, so viel Pöbeleien im Deutschen Bundestag, im Plenum, als zu dem Zeitpunkt, als es um die Ukraine ging, als es um Russland ging und die verschiedenen Engagements. Ihr kennt alle von Sam Dadelin diesen Spruch gegenüber Karl Göring-Eckardt mit Bertolt Brecht Zitat, welche Wellen das geschlagen hat, was ich vollkommen unterstütze, was die Kollegin Dadelin gemacht hat. Es war sachlich richtig, es war von dem Verfahren her angebracht. Aber wie versucht wurde, dort die Linke mundtot zu machen? Denn wir haben uns eines haben wir geschafft. Wir haben es geschafft, die Deutungshoheit der herrschenden Politik nicht zu überwinden, aber zumindest das Monopol zu brechen. Gehen wir zu den Lösungsoptionen zur Ukraine. Was wäre die sinnvollste Option? Ich denke, darüber wird ja auch in der Fraktion, der Partei diskutiert, darüber sind wir uns weitgehend einig, das können wir auch gerne gleich nochmal in der Diskussion dann vertiefen. Die sinnvollste Option ist, glaube ich, eine starke Dezentralisierung, eine Föderalisierung der Ukraine. Was ist verkehrt an dem föderalen System der Bundesrepublik Deutschland? Das ist Föderalisierung. Dann sollte die Ukraine auf jeden Fall blockfrei bleiben. Warum eine Westintegration? Warum kann die Ukraine nicht eine Brückenfunktion übernehmen? Gerade die Ausrichtung entweder West, entweder Ost ist ja der Kern der Spaltung der Ukraine. Und das zu überwinden, bedarf es zu sagen, nicht West, nicht Ost, wir sind sozusagen ein Produkt sui generis. Des Weiteren brauchen wir, und ich glaube, das hätte auch insgesamt die Konflikte, sei es Jugoslawien, sei es Ukraine, verhindert, ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit auf der Grundlage der OSZE. Wir alle kennen das, den Begriff gemeinsames europäisches Haus. Es wurde vom Westen negiert nach der Wende. Es hat für den Westen keine Rolle mehr gespielt als Sieger des Kalten Krieges.
Aber ich glaube, wir brauchen genau das für die Zukunft, sicherheitspolitisch und ökonomisch, eine Brücke von Lissabon bis Vladivostok. Das wäre ein Ausweg, ich glaube, ein gangbarer Ausweg für eine friedliche Perspektive. Die wahrscheinlichste Option für die Ukraine hingegen wird sein, dass der Konflikt eingefroren wird, er aber jederzeit wieder ausbrechen kann. Wir müssen halt darauf achten und sehr viel Druck auf die Bundesregierung machen, dass es eine einvernehmliche Lösung mit Russland gibt und dem Westen und vor allem der ukrainischen Bevölkerung. Ich danke euch.